bauen heute das Hauptquartier auf. Wir schmücken hier alles, dekorieren alles, packen gerade noch alle Sachen zusammen, die wir brauchen, machen auch die Liederhefte fertig. Die müssen ja auch noch zum Schützenfest passend fertig werden. Und hier wird mit vielen Händen gearbeitet. Wir haben festgelegt halt die blaue Mütze, dann einen dunkelblauen Blazer mit einer weißen Bluse, einer dunkelblauen Jeans, schwarze hohe Socken und komplett schwarze Schuhe. Und ein Regenschirm gehört auch mit dazu. Wir hatten auch schon Marschierenüben zusammen mit den ganzen Mädels, dass wir auch in Reih und Glied laufen und dass die überhaupt mal mitkriegen, wie das so funktioniert. Einige haben ja noch nie Schützenfest mitgemacht. Wir als Darmgarde haben unseren ersten Termin in Schützenfest in Nordic. Also und dann danach, das ist ja am Mittwoch und dann am Wochenende darauf ist in Ascheberg Schützenfest und dann kommt das in Herbern. Können wir einmal bei den anderen Schützenfesten proben und bei uns dann richtig glänzen. Ganz angezogen haben wir noch nicht alles, weil uns fehlen vom Vorstand zum Beispiel noch so Fangschnüre, heißt das, was man so über die Schulter trägt. Das bekommt ihr dann auch? Genau. Okay. Einige Sachen fehlen noch, aber bis zum Schützenfest sollte alles da sein, der Uniform. Die Tradition ist da. Und trotzdem, man muss auch nicht alles so ernst nehmen. Also beim Marschieren schon und da sehe ich, da achte ich auch schon drauf, nicht, dass man da besoffen dann und dann wackelt man da durch die Gegend wie das muss ja nicht sein. Also, aber sonst, wenn man da feiert, ist doch alles in Ordnung. Finde ich das gut. Wenn man sich benimmt, auch beim Marschieren und was nicht, finde ich alles toll. Es werden Sträucher geholt, ich meine, es ist Birke und genau, dies wird dann halt geschmückt, egal ob im Zelt oder bei uns hier, um das Ganze ein bisschen festlicher zu machen. Das ist so eine Tradition und das ist halt einfach schön, sieht schön aus und gehört halt mit dazu. Wir kriegen noch Bauzäune, da soll das dran und einmal hier vorne. Also ich weiß nicht, 6 Dinger oder wie viel? Hinten? Zur Not könnt ihr euch ja morgen vom Zelt noch was mitnehmen, wenn euch das zu wenig ist. Alle runter! Wir schmücken jetzt heute das Zelt, also den Thron und machen unsere eigene Ecke fertig, an der wir uns dann das Wochenende aufhalten können und das ein oder andere Bier zusammen trinken dürfen.
Geburtstags kriege ich hier meine Birken vor der Tür geschmissen. Von der Wand gerade, die kommen dann vorbei und dann kommen mal die Adjutanten. Dann schmücken wir ein bisschen das Hauptquartier, also extra ein Schild, Generaloberst, Hauptquartier. Ich glaube, der hat mir letztes Mal richtig Kopfschmerzen gesagt. Nee, du hast gesagt, der war lecker. Ja, der war lecker, aber auch Wettermannschau, kennst du das nicht? Seit 15 Jahren komme ich hier nach Herbern zum Schützenfest und am Wochenende sehe ich meinen Liebsten. Wir führen eine Wochenendbeziehung und ich muss immer von Flensburg hierher, beziehungsweise Klaus fährt eigentlich die meiste Zeit zu mir. Aber wenn Schützenfest ist, bin ich natürlich selbstverständlich hier in Herbern. Oh, ich will mal gucken, von denen her ist doch gut. Oder hier, muss man den Eisenbinder noch nehmen. Ja, aber die gleichen Dinge drin. Ich halte die Latte fest. Ja, wunderbar. Ich bin richtig stolz auf meine Jungs. Die machen immer tolle Sachen und dann finde ich richtig gut. Ganz, ganz toll. Macht Spaß. Ja, der Wald, der Wind so kalt. Ja, wir gehen vorne rum. Machen wir Hauptmann. Zack. Da vorne steht Hauptmann, Hauptquartier. Also gehen wir auch da vorne rein. Begrüßen wir den auch? Otta, da kommen unsere Musiker an. Hallo. So, da sind wir. Guten Morgen. Zu spät, ne? Ja. Ein wunderschön. Läuft dein Mikro? Warte. Hör mal. Hör mal, wie das zischt. Wir machen zu unserem Jubiläumsfest, was für eigentlich jedes Jahr zu Schütze war, wir schmücken das Hauptquartier beim Hauptmann. Der eigentliche Dreh- und Angelpunkt über das Schützefest ist für die Offiziere das Quartier des Hauptmanns. Hier, das wird einmal jedes Jahr immer den Donnerstag vor Schützefest hergerichtet. Und hier kommen wir eigentlich auch vorm Antreten zusammen zum Frühstück, Mittagessen etc. Und jetzt alle! Wir sind halt einfach, das ist so ein Dorfspirit, das ist einfach ein Zusammenhalt, egal wo du bist, egal zu wem du hinkommst, du triffst immer wen du kennst alle seit oder die meisten seit Ewigkeiten. Das ist einfach das Gemeinschaftsgefühl, das wird bei uns in Herbern eigentlich immer groß geschrieben.